Moin. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute war eigentlich der Tag, oder es war geplant, den Golden Mask Janus vorzustellen. Ich habe auch soweit alles vorbereitet. Und dann erreicht mich zwischendurch eine E-Mail für einen Suchauftrag. Und das Lustige an der Sache ist, das ist die Silvia, dieselbe Frau, der ich vor, ich weiß gar nicht, 8, 9 Wochen, glaube ich, schon mal einen Ohrstecker wiedergefunden habe. Und ja, da fahren wir jetzt mal hin und dann gucken wir mal, dass wir den finden. Drück mal die Daumen und bis gleich. Viel Spaß. Guck mal, aussieht der Pass an. Wenn man zu lange bei Markus in der Nähe ist, dann passiert sowas. Also im Moment ist das System nicht weit hergekommen. Du müsstest mich aber jetzt gleich mal über 2, 3 Dinge aufklären. Und zwar haben wir ja letztens schon an einem Bienenstock gearbeitet. Und früher habe ich mal eine Hecke geschnitten bei einem Bekannten, eben für den Bekannten. Und da war wohl irgendwo so ein Nest in der Hecke drin. Und wir sind also fürchterlich gestochen worden. Und dann hat man uns später erzählt, es gibt sowas wie Späher, die irgendwo in den Bäumen, in den Blättern sitzen, nah dran und quasi, wenn man zu nah halt drankommt, dass sie attackieren oder sonst irgendwie, oder ist das ein Mythos, stimmt das nicht? Bienen oder Wespen? Ja, Hier, gute guck mal, da ist schon Frage. eine, von wegen. Ah, okay, ja, ich sehe schon. Also so viel zur Attacke. Also. Und Bienen habe ich das früher so verstanden, wenn man also jetzt gestochen wird. Du guckst gerade so nervös dahin. Ja, weil das ist so ein Experiment da hinten. Das ist ein, also, naja. Okay, also wenn man jetzt von einer Biene gestochen wird, da sitzen am Stachel lebenswichtige Organe, stimmt Die das? stimmt danach. Ja, die stirbt Die danach, stirbt in der danach, Regel, okay. ja. Also okay. Also noch ein Grund, warum ich heute nicht gestochen werden will. Zum Schutz der Bienen, aber auch, glaube ich, weil es weh tut. Ich bin erst ein oder zweimal wirklich in meinem Leben gestochen worden, wo es weh getan hat. Und das letzte Mal ist gar nicht so lange her. Da war auch im Wald. Und da bin ich nur 20 Meter an so einem Stock vorbeigelaufen am Feldweg und stecke also die Hand in eine Hosentasche und da saß sie wohl irgendwo dran und die habe ich dann mit reingerollt in die Ah, okay. Hosentasche und dann hat sie natürlich zugestochen. Gestern eine hier in der Hose drin, obwohl ich habe eine doppelte Hose an, ne? Weil Das ich zufällig die hier? genau. Guck mal, die sind so heiß lecker. Also das, guck mal, oder den. Ne? Man sieht die immer nur im zweiten Ja. Blick. Und da habe ich gestern halt hier jede Menge von gefunden. Aber sagt man denn nicht, wenn die draußen sind, dass die noch radioaktiv verseucht sind, oder wie ist das hier bei uns? Cäsiumbelastung, das ist eigentlich in Bayern. Ah, okay. Also den würde ich ja fast noch. Na, dann vielleicht nehmen wir ihn gleich mit. Erstmal suchen wir einen Ohrstecker. Genau, und wie du siehst, der hat hier so einen roten Fuß, ne? Ja. Das ist. Komm, wir nehmen ihn uns einfach mal. Unfachmännisch. So, jetzt schnuppern mal. Nur mal Wo so. muss ich schnuppern? Unten, Also oder? ganz egal, einfach da. Na? Riecht nach Erde. Nee, den Schlüssel mal richtig schön da reinhalten. Schön Ich rieche immer filzig. noch Erde. Also nee, da habe ich keine Ahnung von, bin ich ehrlich. Da bin ich ehrlich. Ich rieche da schon was so, Ja. könnte ich fast sagen, Guck süßlich mal, oder da sind so. auch noch zwei. Das sind aber andere jetzt wieder. Das ist, und der ist halt wirklich. Moosig irgendwie. Ja. Aber halt auch sehr pilzig. Ah, Nee, köstlich. da habe ich keine Ahnung von. Ich gehe mal so rum, dass er euch gleich eine Hand mitnimmt. Jetzt sagen wir mal eben, wo wir. Genau. Also, ich bin mit dem Fahrrad hierher gekommen, habe das Fahrrad hier angelehnt. Und als ich da gearbeitet hatte und diese Dame mich da anflog, war ich gerade auf dem Weg hierher und habe dann das hier gemerkt und habe dann hier so geschlagen. Das heißt, ich Okay. würde sagen hier. Und hier habe ich gestern halt gesucht, vorsichtig. Ja. Und wie gesagt, der sieht ja so aus. So schön grün. Okay, ich halte mal eben in die andere Kamera. Alles klar, so, dann gucke ich mir den erstmal an.
Ja, der ist wirklich. Wirklich schwierig reinzukriegen. Wenn ich ganz oben drüber bin, dann. Oh, jetzt war ich aber nicht so intelligent, da ist nämlich ein Nagel im Brett. Also einfach wird es nicht. Der kommt so gerade eben rein, wenn er eben unter der Spule liegt. Und dann, na gut, okay, dann fangen wir mal an. Einmal, zweimal. Ja, dann brauche ich aber mal den Pinpoint. Also wirklich viele Signale im Boden. Und ich habe dir heute was mitgebracht, damit du fein, mitmachen kannst. Nagel da im Brett. Ist schon sehr nah drauf. Ja. Irgendwas ganz Kleines oder wieder? Ach, ein Nagel. Ja. So, das müssen wir ja auf Kamera festhalten, weil wir haben ihn. Hä? Da ist er, guck. Ja, der hier oben drauf. Weil wir haben ihn. Hä? Da ist er, guck. Ja, der hier oben drauf. Jetzt muss ich gleich nur gucken. Den müssen wir gleich mal ein bisschen rekonstruieren, wie du gestanden hast. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, vielleicht finden wir das Gegenstück auch noch. So, so, jawohl, guck mal hier, da ist er. Da ist er. Ja, mal scharf stellen, stellst du scharf. So, da ist er. Das gute Stück. Wunderbar. Und auch noch gefährlich nah hier an dem. Ja, ne, der war schon ein bisschen eingetreten. Also der. Da ist noch ein bisschen Schmutz dran. Aber wir gucken mal, dass wir vielleicht das Gegenstück auch noch finden. Auch wenn es schwierig wird. Ja, ist sehr klein. Also ist. Ja gut, aber vielleicht haben wir ja Glück. Weil wenn du dich jetzt erinnerst, wenn er jetzt hier gelegen hat, kannst du dich mal so hinstellen, wie du vielleicht gestanden hast, als du dir das abgeschüttelt hast. Meinst du, kriegst du noch hin? Weißt du ungefähr, wo du dir die... Ich meine, ich habe das hier gemacht. So ungefähr einfach nur, dass wir mal rausfinden können, vielleicht, wo der runtergefallen ist. Ja. Dann ist er doch schon weit geflogen, ne? Ja. Das kann aber sein, dass er vielleicht in der Spur hier... Dass wir hier zwischen vielleicht noch das Gegenstück finden. Ja. Ja, dann übergebe ich dir den schon mal hier. Krass, ne?
Aber ich habe schon gedacht, vielleicht spendieren wir dir einfach mal einen Lehrgang über Metalldetektoren. Dann kaufst du dir einfach einen eigenen. Ja. Dann ist er doch schon weit geflogen, ne? Ja. Das kann aber sein, dass er vielleicht in der Spur hier, dass wir hier zwischen vielleicht noch das Gegenstück finden. Ja. Ja, dann übergebe ich dir den schon mal hier. Krass, ne? Aber ich habe schon gedacht, vielleicht spendieren wir dir einfach mal einen Lehrgang über Metalldetektoren. Dann kaufst du dir einfach einen eigenen. Ja. Scheint was Größeres aus Eisen zu sein. Doch, jetzt dachte ich schon, weißt du, was ich jetzt dachte? Ich dachte, hier liegt noch ein Ohrstecker. Das ist aber nur so eine kleine Schraube. Und ich, das ist, wenn man so auf den Modus eingestellt. Ich dachte gerade, das ist ein Ohrstecker. Nein, ist aber nur eine kleine Schraube. Das wäre es ja gewesen, ne? Fremder Ohrstecker. Hab ich mich jetzt erschrocken. Scheint was Größeres aus Eisen zu sein. Doch, jetzt dachte ich schon, weißt du, was ich jetzt dachte? Ich dachte, hier liegt noch ein Ohrstecker. Das ist aber nur so eine kleine Schraube. Und das ist, wenn man so auf den Modus eingestellt. Ich dachte gerade, das ist ein Ohrstecker. Nein, ist aber nur eine kleine Schraube. Das wäre es ja gewesen, ne? Fremder Ohrstecker. Hab ich mich jetzt erschrocken. Erwischt am Auge. Den habe ich schon drauf. Wo hat sie dich denn erwischt? Also den Stachel sehe ich nicht. Den hat sie. Warte. Mach mal, warte. Ganz ruhig. Guck mal hoch. Nee, gut. Alles gut. So, wir gehen jetzt hier mal weg. Das ist genau der Stachelapparat. Hast du gesehen? Ja, alles klar. Jetzt wollte ich nicht gestochen werden. Nee, jetzt bin ich auch noch genau am Auge gestochen worden. Ich habe die ankommen sehen und die schnurstracks hinter die Brille. Also, so, auf jeden Fall eine Biene schon mal weniger. Hab ich mich jetzt erschrocken. Eben. Ohr ist auch nicht schlecht. So, Viren geht der auf? Möchtest du den aufsetzen? Genau, wir hören das jetzt einfach auf. Das ist mir nämlich da zu nah jetzt, wenn du da. Nicht so viel dran rumfummeln. Alles wird gut, kein Problem. Ich war jetzt so in dem Modus drin. Suchen. Und da war das auch ziemlich nah dran. Also. Alles klar. Hoffentlich wird das jetzt nicht so ein dicker Kavemsmann oder so. Nee, eigentlich nicht, oder? Ja, also hier so ziemlich hier. Ja, da die Fingerspitze. Wenn es dick wird, dann wird es richtig dick. Dann hängt es auch. Das ist dann schwer, aber das ist dann morgen auch wieder weg. Wollte ich gar nicht wissen so genau. Alles gut, kein Problem, gehört dazu. Aber ich hatte, glaube ich, schon im... Ne, hatte ich noch gar nicht gesagt im Video, dass das heute so eine kleine Gefahrenstelle ist. Eben wegen dem Bienenstock. Soho, ich bin auf dem Rückweg. Ja, das war ein Ritt. Also Volltreffer natürlich auch wegen dem Ohrstecker. Und der andere Treffer, ihr habt es ja gesehen auf dem Video, dass ich also einen Stich abbekommen habe. Ich habe die Biene also anfliegen sehen und die ist aber dann zwischen Auge und Brille, also hinter die Brille geflogen. Und dann wollte ich die dahinter wegziehen, drücken, wie auch immer. Da war der Hut im Weg, die Brille war im Weg, ich habe erstmal alles weggeschmissen und in der Zeit hat die also zugestochen. Jetzt habe ich so schön Flatschen hier unten am Augenlid, er tut auch ordentlich weh. Ja, ich weiß, Mimimi, aber tut wirklich weh, also könnt ihr mir glauben. Und das schwillt jetzt auch so ein bisschen an und wird auch dick. Was ich, ein bisschen rot ist es. Naja, man sieht auf jeden Fall, dass es dick ist. Soweit alles okay. Naja, Ende vom Lied ist also, Stecker ist wieder da. Und als Dankeschön habe ich also auf jeden Fall schon mal Honig bekommen aus eigener Herstellung sowie eine Flasche Wein.
Wo ist sie? Da ist sie. Und 2015er Baujahr. Und naja, die Silvia wollte mir also noch viel zu viel Geld in der Hand drücken. Und habe ich auf jeden Fall abgelehnt. Ich wollte es eigentlich völlig umsonst machen. Und jetzt haben wir uns aber auf Spritgeld geeinigt. Da habe ich mich dann auch drauf eingelassen. Aber normalerweise mache ich das umsonst. Und so wie wir das eigentlich fast alle machen. Jo, war erfolgreich. Ich fahre jetzt nach Hause und werde den Videoschnitt anfangen und mal gucken, wie es mit dem Eiwogel gleich geht. Und vielleicht mal ein bisschen kühlen und irgendwas da drauf schmieren. Fühlt sich auf jeden Fall komisch an. Und dann muss ich erstmal das Adrenalin erstmal abbauen. Und die hätte ich auch vielleicht noch woanders treffen können. Also ich habe mich ziemlich erschrocken. Alles gut. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenigstens, weil ich sehe nämlich, dass alle meine Videos von 87%, also 87% der Zuschauer sind bei mir ohne Abonnenten. Ist gar nicht so schlimm. Lasst mir doch bitte wenigstens ein Like da. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!